Die Schlüsselblume auf unserem Grundstück öffnet Tore in andere Dimensionen. Und dann haben wir auch noch Maiglöckchen. Und zwar erstmal die normale Art, kann ich kurz zeigen, wie man sie kennt. Ja, und jetzt eine andere Form. Sehr hübsch, finde ich. Richtig cool. Dino-mäßig irgendwie. Ja, wir sind hier mit den Hunden. Wir haben unseren Grundstück angekommen gerade. Man hört Kirchenläuten. Filmen wir mal kurz ein bisschen rein. Ging gut, die Autofahrt über Autobahn. Das meiste sehr ruhig. Dann mussten wir hier halt einen Berg hoch. Da hatten wir noch ein bisschen Bange gehabt. Aber beim allerersten Mal vor ein paar Monaten mit meinem Vater sind wir erstmal nicht hochgekommen. Aber diesmal war es ziemlich easy. Nur wir haben keinen Parkplatz hier, mussten dann hier vorne stehen am Weg. Haben dann schnell halt alle die Ladung halt ausgeladen, sind weiter runter und haben dann unten irgendwo geparkt, an einem fetten Parkplatz. Und wir haben den Schlüssel vergessen. Wir kamen gar nicht rein. Und deswegen mussten wir dann jetzt hier durch dieses fette Loch im Zaun einsteigen. Und jetzt die ganzen Gewichte, die ich mitgenommen habe. Also sind jetzt das ist die Hälfte von denen, die ich in Berlin hatte. Erstmal müssen wir jetzt alles irgendwie da durchquetschen. Und wir haben auch halt den Schlüssel für das Haus nicht, für den Keller nicht. Aber zum Glück fehlen da Scheiben einfach im Häuschen. Und da liegen dann schon so Wannen drin, die wir letztes Mal reingepackt hatten, so Zinkwannen. Und da kann ich so ein paar Sachen reinlegen. Und zur Not kann ich auch durchs Fenster steigen, auch wenn ich gerade ein bisschen Bauch habe. Und ja, da drin sind auch zwei Werkzeugkästen. Wir haben in Berlin gar kein Werkzeug mehr, das haben wir hier vergessen. Beziehungsweise wir wollten eigentlich nur einen Werkzeugkasten hier lassen, hatten zwei beide hier gelassen. Ja, und dann filme ich einfach mal weiter, wenn wir so ein bisschen eingeräumt haben. Schöne Sonne wieder. Jedes Mal, wenn wir hierher kommen, ist Sonne. Hier ist ein Nachbar, aber der ist eigentlich nie da. Der ist nur im Winter da. Wintersport machen. Auch aus Berlin. So, das ist unser Stromkasten. Das ist mir noch ein Rätsel, wie das funktioniert. Wenn man das hier aufmachen muss, weil es angeblich abgeklemmt. Die Kabel sind drin, aber Strom ist angeblich noch nicht. Also war hier halt natürlich schon, aber es wurde hier irgendwie abgeklemmt in dem Kasten. Müssen wir uns auf jeden Fall noch mit beschäftigen, damit wir so direkt mit Internet auch starten können. So, also ist jetzt alles geschafft. In so 25 Minuten oder ich kann die Zeit so schlecht schätzen, wenn ich arbeite. Oder ein Hund. Genau, das ist jetzt die Ansicht von unten quasi an dem Haus. Die Fensterscheibe, die liegt noch drin. Die ist auf jeden Fall vorhanden. Da habe ich alles hingeschleppt. Aber wir standen halt vorhin da hinten. Wo die ganzen Sachen standen, habe ich jetzt alle hier hingetragen. Hier ist der Kellereingang auch nochmal. Hier ist ein bisschen Asbest. Das müsste auf jeden Fall weg. Fenster vom Keller. Keller ist sehr cool. Also der Keller ist hier komplett und so. Geht ungefähr bis hier und dann ist hier der Rest zugeschüttet. Könnte man eventuell auch nochmal irgendwie frei machen irgendwann. Ich fahre euch mal kurz ein klein bisschen rum. Hier ist ein Loch. Das ist ein Loch. Ich glaube, das sollte mal irgendwie Abwasser. Kläranlage, Klärgrube. Da sind auch so zwei Rohre, ne? Da eins und da eins. Und hier sind auch irgendwie so zu- oder Ablaufrohre. Ich glaube, deswegen hatten wir auch ein Mückenproblem, als wir im Sommer mal hier waren. Ich finde das voll geil mit dem ganzen Moos. Ja, ich auch. Geil. Da unten hatten wir auch schon Hasen gesehen, drei Stück. Ja, mit dem Zaun, das wird auch noch Arbeit, damit die Hunde nicht raus können, weil die jungen die ganze Zeit schon, weil die können gerade nur an der Leine, weil die würden sonst jagen, würden ausbrechen, würden sich verletzen, weil es ist viel steiler, als das hier aussieht. Das sieht sicher auf dem Foto so aus, als könnte man so ein bisschen runtergehen, aber das ist fast schon wie Abrissski oder wie das heißt. Also es ist viel steiler, als das hier auf der Kamera aussieht. Ja, die Hunde jagen halt, ne? Das ist das Problem, deswegen muss der Zaun komplett dicht sein. Auch, ja, aber die verletzen sich ja auch hier. Und Katzen. Ganzen Dornen und alles. Ja, die Dornen müssen wir auch noch wegmachen, ja. Ja, nee, ich meine, wegen Zaun halt, die hauen wir sonst auch einfach ab, auch ohne zu jagen, sag ich mal. Ja, so. Ja, richtig, genau.
und gehen auch dann auf die Straße und so. Das war jetzt hier erstmal nur ein Feldweg, wo nur ein Nachbar sonst mit dem Auto fährt. Aber die können dann ja auch ganz runterlaufen bis zur normalen Hauptstraße. Ja, zeige ich mal kurz die Sachen, die ich reingetragen habe, ohne einen Schlüssel zu haben. Treppe. So, rechts, von rechts kamen wir ja, an dem Tor da hinten, da lagen die ganzen Sachen. Hier ist ganz provisorisch schlecht irgendwie die gusseisernen Gewichtsscheiben mit einer Plane überdeckt und die zwei Hantelständer, die dafür waren. Und das ist auch noch ein bisschen überdacht halt hier quasi, so ein Teil. Das ist, weiß, die einzige Plane, die da war, und die ist auch von innen komplett nass und matschig. Besser geht's gerade nicht. Da guckt ein Destilliergerät raus, habe ich gerade reingestellt. Dann Stativ, Rucksäcke. Und jetzt auf der anderen Seite. Hier sind die Umzugskartons. 1, 2, 3, 4, Skateboard. Da die Rucksäcke. Hier so ein Musikinstrument. Hat zum Glück dieses Fenster gepasst, weil es hat keine Scheibe. Und auch zum Glück nicht wie hier, dass da noch ein bisschen abgebrochene Scheibe dranhängt. Und ein paar Sachen habe ich da hinten hingeworfen. Also ich habe jetzt nicht den Stuhl da hingeworfen und ist da perfekt aufgeklappt. Das nicht, das ist vom letzten Mal. Ich komme jetzt noch nicht an den Werkzeugkasten hinten rein, weil ich habe keinen Bock hier durchzusteigen, muss ich ehrlich sagen. Da müssen wir uns mal Werkzeug leihen vom Nachbarn oder so. Auf jeden Fall sieht man hinten so ein weiß-bläuliches Ding. Ich versuche gerade mit meinem Finger, wo ist die Kamera denn? Da irgendwie so was. Das habe ich da hingeworfen. Das ist so eine luftdicht verpackte, vakuumisierte Zudecke. Und noch so eine Campingmatratze irgendwie. Ja, mehr war das ja auch nicht. Das war jetzt eine ganze Wagenladung. Dann kommt noch eine Wagenladung mit circa 2-3 Goldschmiedekartons, R2. Ja, aber nicht so große Umzugskartons. Ach so, nee, die großen, ja, R3, ja, 2. Ja, du sortierst ja auch noch ein bisschen aus, hast du gesagt. Na, von den Goldschmiedesachen nicht viel. Okay. Sonst haben wir eine Tischplatte noch, Tischarbeitsplatte und zwei Ständer dazu, aus Holz auseinanderschrauben können. Sonst haben wir halt nochmal eine Ladung Gewichte. Ich versuch mal runter zum Bienenhaus zu kommen. Ja. Ansonsten halt nochmal eine Ladung Gewichte, wie hier die Scheiben, nochmal so eine Ladung. Das waren jetzt 150 Kilo Gewichte, einfach auf dem Boden verteilt im Kofferraum vom Kombi. Und was haben wir sonst noch? Ja, Hantelbank, die müsste ich auseinanderschrauben mit 6 Kants. Dann frage ich den Nachbarn einfach. Zur Not lasse ich die da und besorge hier nochmal eine oder sowas. Und dann ist eigentlich nichts mehr. Eigentlich will ich nur die Arbeitsplatte, die Hantelbank, 3 Kartons. Sonst fällt mir nichts ein. Dann vielleicht noch ein, zwei Rechner. Die Matratze? Ach ja, die Matratze. Genau, die Schlafmatratze. Und die Musikinstrumente. Eine Geige, eine relativ kompakte und die Schrutti-Box, eine kleine. Ja, und zwei Flöten. Und Geschirr und ein bisschen was zu essen, die Einmachgläser. Ja, ist so Kleinkram halt, wo man ja Löcher mit stopfen kann. Aber das war's, oder? Kann schon sein. Das könnte sogar mit einer weiteren Fahrt dann gegessen sein. Ansonsten fahren wir halt eine dritte Fahrt, ist auch kein Problem. Jo. Bis gleich. Ja. So, jetzt gehen wir mal diesen steilen Weg runter. Also ich filme kurz die Füße, dann werdet ihr vielleicht schon sehen, wie steil das teilweise ist. Hier wird schon schwierig. Ah. Aber jetzt ist gut, dass hier diese Dinger sind, weil da können wir dann so Hanfseile oder sowas spannen. Ah, hier sind jetzt Stufen, das ist gut. Hanfseile dran spannen, dann kann man sich daran ein bisschen festhalten. So, kurz ein bisschen einfach mitnehmen, Rundführung. Hier sind so viele Dornen. So. Oh, Batterie 20%. Ja. Oh, da hinten ist eine schöne Pflanze. Auch so OZ-mäßig. Kann ich eigentlich reinzoomen in ein Video? Ja, geil. Oh, ich hänge hier gerade fest, deswegen. Ich hänge. Da hält man den Zaun. Hier sieht man jetzt noch
noch eine fette Steinmauer, ist richtig geil, finde ich. Klarer Piep. So, gehen wir noch weiter hier. So, und hier ist so ein Bereich, das finde ich optimal für Gemüse, Nutzgemüsepflanzen. Vom Gefühl her hatten wir beide so direkt das Gefühl, Nicole und ich. Ist irgendwie ganz andere Energie und so weiter. Gefällig. Und da ist dann das Gewächshaus. Hier ist das Bienenhaus mit diesem eingebrochenen Dach, was man da oben sieht. Da ist eine Werkstatt drin. Soll auch wieder eine rein. Aha, was finden wir denn hier für ein Plastikgedöns? Ah ne, das ist Metallzinn oder sowas. Da haben wir das Gewächshaus. Ja, dann sind wir auch langsam unten angekommen. Sozusagen das Ende einer Dimension. Also jetzt physikalische Dimension. Ich fühle mich mal kurz gleich noch in die Werkstatt rein. Also hier ist ein, hier ist der Zaun. Da ist Ente im Gelände. Okay, das ist Totholz, das kann ich zerschlagen. Oder es zerschlägt mich. Aber ich versuche mich trotzdem irgendwie vorbei zu wursteln. Wie man sieht, sieht man nichts. War das eine Werkstatt, DDR-Einrichtung. Liegen die Balken alle, schön die Sonne. Ich gehe mal ein bisschen rein. Ja, Insekten überall. Ein bisschen vorsichtig sein. Das war eine Glasscheibe. Da sind noch Fensterscheiben. Die Wand könnte gut aussehen. Ich weiß es nicht, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Auf jeden Fall, ja klar, das Dach müsste man da rausnehmen, neues drauf. Es hat natürlich das Dach auch hier den Schrank dann ein bisschen zerschlagen. Kommt dann raus. Der Boden ist weg. Das sehe ich gerade. Der ist komplett tschüss. Und ja, es geht dann bis da hinten durch. Bis zu dieser weißen Tür. Und dahinter ist dann nochmal ein Schuppen. Und das war dann sozusagen das Grundstück. Es geht noch hinter das Gewächshaus ein kleines Stück. Ach, da unten ist auch wieder ein besonderer Bereich. Da wachsen auch wieder Maiglöckchen. Hier sind ein bisschen die Häuser. Hier ist der Zaun. Ja, dann gehe ich mal wieder hoch.